Christ. Ich unterrichte Kontrabass und möchte euch heute den Kontrabass auch vorstellen. Er gehört zur Familie der Streichinstrumente, ist das größte Instrument, wie man sehen kann, ziemlich groß, größer als ich noch. Ist in Quarten gestimmt, im Gegensatz zu allen anderen Streichinstrumenten, die in Quinten gestimmt sind. Er geht von sehr tief in Quarten nach oben. Man kann relativ früh schon mit dem Kontrabass anfangen, auch wenn das oft nicht in der Meinung der meisten ist. Man kann sehr kleine Instrumente am Anfang mieten, auf denen man anfangen kann und sehr schnell große Fortschritte machen auf dem Kontrabass. Er ist vielseitig einsetzbar, sowohl in der Klassik, so wie zum Beispiel bei solchen Stücken. Aber auch im Jazz und auch bis heute in die Popularmusik zum Beispiel. Was ich euch jetzt vorgemacht habe, zuerst habe ich gestrichen im klassischen Part mit dem Bogen. Im Gegensatz zu anderen Streichinstrumenten kann man den Bogen des Kontrabasses auch mit schwarzen oder wie hier bei mir mit schwarz-weißen Haaren bespannen. Das sind Haare vom Pferd übrigens. Und man kann, wie ich es auch schon vorgemacht habe, den Kontrabass auch zupfen. Sowohl klassisch, als auch so ein bisschen jazzy. Wenn ihr also Lust habt, das Instrument zu lernen, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf euch.